Als liebevoller Katzenhalter möchtest du, dass deine Katze glücklich ist und natürlich auch, dass sie dich genauso liebt, wie du sie liebst. Dafür ist es wichtig, dass du weißt, womit du deiner Katze eine Freude machen kannst. Und dabei sind es ganz einfache Kleinigkeiten, die für dich nicht viel Aufwand bedeuten, aber deinem Stubentiger sehr am Herzen liegen. 13 dieser kleinen Dinge, die deine Katze glücklich machen, verraten wir dir im folgenden Video. Nummer 1. Richtig streicheln. Katzen lieben es, gestreichelt zu werden und mit ihren Menschen zu schmusen. Die Nähe und Zärtlichkeit geben ihnen das Gefühl, geborgen zu sein und geliebt zu werden. Doch wirklich glücklich ist deine Katze nur, wenn du sie richtig streichelst. Richtig heißt auf die richtige Art und an den richtigen Stellen. Die allermeisten Katzen lieben es, wenn man ihnen sanft über die Stirn und den Scheitel streichelt. Genauso beliebt ist es bei den Stubentigern, wenn ihre Menschen ihnen den Nacken, den Hals und das Kinn streicheln. Auch an der Kehle genießen Katzen Streicheleinheiten sehr. Viele Katzen lieben es außerdem, wenn man ihnen zärtlich die Ohren massiert. Jede Katze hat aber auch ihre ganz persönlichen Vorlieben. Finde heraus, was deiner Fellnase besonders gut gefällt und verwöhne sie so oft damit, wie sie es möchte. Wichtig ist aber auch, dass du sie immer ganz sanft streichelst, denn nur dann spürt sie die liebevolle Zärtlichkeit. Außerdem möchte deine Katze, dass du die Bewegungen beim Streicheln langsam und behutsam ausführst, denn ansonsten fühlt sie sich gestresst und möglicherweise sogar angegriffen. Nummer 2. Sauberkeit. Du weißt bestimmt, dass Katzen sehr reinliche Wesen sind. Durchschnittlich 6 Stunden pro Tag verbringen sie mit ihrer Körperpflege. Doch es gibt etwas, das sie nicht selbst reinigen können, und das ist ihre Umgebung. Eine saubere Umgebung ist aber wichtig, damit sie sich wohlfühlen, und deshalb ist es deine Aufgabe, für Sauberkeit zu sorgen. Das gilt sowohl für das Katzenklo und das Körbchen, als auch für alle Lieblingsplätze deiner Katze. Ganz wichtig ist auch, dass ihr Futternapf und ihr Wassernapf immer sauber sind. Reinige sie am besten täglich. Sauberkeit erfordert zwar ein bisschen Arbeit, aber deine Katze wird dir dankbar dafür sein. Nummer 3. Ruhe. Katzen verbreiten zwar selbst einiges an Trubel, aber sie lieben es, wenn ihre Umgebung ruhig ist. Vermeide deshalb laute und nervige Geräusche so weit wie möglich. Außerdem solltest du immer mit ruhiger, nicht zu lauter Stimme sprechen und auch nicht unentwegt reden, sondern lieber öfter mal mit deiner Katze zusammen schweigen. Kommunikation ist zwar auch wichtig, aber stille Harmonie schafft noch mehr Verbundenheit. Wichtig ist auch, dass du den Schlaf und die Ruhephasen deines Stubentigers respektierst und ihn dabei nicht störst. Nummer 4. Beschäftigung. Zu den schlimmsten Dingen für Katzen gehört es, Langeweile zu haben. Deswegen machst du deiner Mieze eine riesige Freude, wenn du ihr täglich Möglichkeiten zur Beschäftigung bietest. Ganz besonders wichtig ist das Spielen. Dabei solltest du sowohl den Bewegungsdrang als auch die Intelligenz deiner Katze ansprechen. Sicher hat deine Fellnase ein Lieblingsspielzeug und möchte damit immer wieder spielen. Erfülle ihr diesen Wunsch, aber bring auch öfters mit neuen Ideen Abwechslung ins Spiel. Schön findet deine Katze es auch, wenn ihr zusammen den Garten oder die Natur erkundet. Wohnungskatzen haben diese Möglichkeit natürlich nicht und brauchen daher umso mehr spannende Spiele. Nummer 5. Spielzeug zum Jagen. Die wilden Vorfahren unserer Hauskatzen haben sich ihr Futter erjagt und diese jahrtausendelange Erfahrung hat sich in der Genetik eingeprägt. Katzen haben daher einen starken Jagdtrieb und freuen sich, wenn sie etwas jagen können. Das heißt aber natürlich nicht, dass du deiner Katze ermöglichen sollst, Tiere zu jagen. Ihren Jagdtrieb kann sie auch anders ausleben, und zwar mit dem passenden Spielzeug. Mach deine Katze glücklich, indem du ihr Spielzeug zum Jagen schenkst und mit ihr zusammen spielst. Besonders beliebt sind zum Beispiel Spielangeln, Bälle oder auch elektrische Spielzeuge. Nummer 6. Sonne und Wärme. Katzen lieben und brauchen Wärme. Am liebsten dösen oder schlafen sie an einem sonnigen Ort. Wenn du einen Garten oder eine Terrasse hast, überlass deiner Katze dort ihren Lieblingssonnenplatz und lege ihr ein bequemes Kissen dorthin. Wenn es draußen kühl ist oder du eine Wohnungskatze hast, fühlt sie sich drin an einem gemütlichen Plätzchen wohl, wo die Sonne durchs Fenster scheint. Auch ohne Sonne kannst du deiner Katze aber eine wärmende Freude machen. Richte ihr einen bequemen Platz vor der Heizung ein oder kuschle mit ihr zusammen auf dem Sofa oder im Bett. Nummer 7. Richtig füttern. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Das gilt auch für Katzen. Indem du deinen Stubentiger richtig fütterst, machst du ihn zufrieden und gewinnst sein Herz.
Zum einen musst du natürlich darauf achten, dass du deiner Katze nur gesundes und hochwertiges Futter gibst. Für Leckerlis gilt das genauso. Zum anderen muss es deiner Fellnase aber auch gut schmecken. Finde heraus, welches Futter und welche Leckerlis sie besonders gern mag. Bring auch öfters Abwechslung in den Speiseplan, zum Beispiel auch, indem du etwas Leckeres für deine Katze kochst. Außerdem ist es wichtig, dass du deiner Mieze immer zur gleichen Zeit ihr Futter gibst, denn das gibt ihr das sichere Gefühl, dass du immer für sie sorgst. Nummer 8. Kletter- und Kratzmöglichkeiten. Zum Wesen jeder Katze gehört es, dass sie gern klettert und ihre Krallen wetzt. Das ist genetisch so einprogrammiert und dein Stubentiger muss diesem natürlichen Instinkt folgen, um glücklich zu sein. Deshalb liebt dich deine Katze dafür, wenn du ihr Möglichkeiten zum Klettern und Kratzen zur Verfügung stellst. Das sollte in deinem eigenen Sinne natürlich nicht deine Wohnungseinrichtung sein, sondern ein Kratzbaum und eine Kletterwand. Nummer 9. Klassische Musik. Katzen lieben Musik, allerdings nur harmonische, ruhige Musik, die in gemäßigter Lautstärke abgespielt wird. Dabei können sie sich richtig gut entspannen. Besonders geeignet ist Klavier-, Geigen- oder Cellomusik, da sie diese Töne besonders gut wahrnehmen können. Mit ruhiger, klassischer Musik kannst du deiner Katze eine große Freude machen und ihr dabei helfen, zur Ruhe zu kommen. Genauso eine Entspannungsmusik für Katzen findest du auch auf unserem Kanal. Wir verlinken dir das Video in der Beschreibung und der Infobox. Nummer 10. Das Fellbürsten. Zwar pflegen sich Katzen das Fell selbst, aber sie genießen es meistens sehr, wenn ihr vertrauter Mensch sie liebevoll bürstet. Gewöhne deinen Stubentiger behutsam an das Bürsten und verbinde es mit dem gemeinsamen Kuscheln, damit deine Katze sich richtig wohlfühlt und entspannt ist. Streiche mit der Bürste langsam und zärtlich immer vom Kopf bis zum Schwanz. Wenn du alles richtig machst, wird deine Katze sich entspannen und zufrieden schnurren. Nummer 11. Kartons als Höhlen. Fast jeder Katzenhalter weiß das. Katzen lieben Kartons. Kartons sind für sie Höhlen, die ihnen warme Rückzugsorte bieten, aber auch spannende Orte, die sie gern erkunden. Wenn du also mal wieder etwas bestellst, wirf den Karton nicht in den Müll, sondern schenke ihn deiner Katze. Sie wird ihn begeistert unter die Lupe nehmen oder sich direkt in ihre neue Höhle reinsetzen. Der ideale Karton für deine Katze ist groß genug, dass sie eingerollt darin liegen kann. Aber sollte nicht viel größer sein, denn sie liebt es, sich in den Karton einzukuscheln. Nummer 12. Gemeinsame Zeit und Aufmerksamkeit. Du bist die Familie deiner Katze und sie wünscht sich, dass du ihr genauso viel Beachtung schenkst wie einem menschlichen Familienmitglied. Lass sie daher so wenig wie möglich allein zu Hause und schenke ihr Aufmerksamkeit, wann immer sie in deiner Nähe ist. Das heißt nicht, dass du dich ihr aufdrängen sollst, sondern dass du ihr zwischendurch immer wieder mit Blicken und sanften Worten zeigst, dass du sie bemerkst und sie liebst. Außerdem ist es wichtig, dass du auf sie eingehst, wenn sie gestreichelt werden möchte oder Lust zum Spielen hat. Nummer 13. Geborgenheit und Sicherheit. Damit deine Katze sich rundum wohlfühlt, braucht sie das Gefühl, bei dir gut aufgehoben und in Sicherheit zu sein. Dafür ist es wichtig, dass du ihr Vertrauen gewinnst und ihr zeigst, dass sie sich auf dich verlassen kann und dass du sie liebst. Indem du mit regelmäßigem gutem Futter, einem gemütlichen Schlafplatz und einer sauberen Toilette für ihr Wohlergehen sorgst, hast du schon einen Teil geschafft. Entscheidend ist darüber hinaus aber auch, dass du Sicherheit ausstrahlst. Sei deshalb in Gegenwart deiner Katze immer gelassen und niemals zu hektisch. Sprich ruhig und gemäßigt und verkneife dir Gefühlsausbrüche. Ganz wichtig ist zudem, dass du deinen Stubentiger niemals anschreist, ausschimpfst oder bestrafst. Aber das ist dir als Abonnent unseres Kanals ja sowieso schon klar. Interessiert es dich jetzt noch, warum dich deine Katze mehr braucht, als du denkst? Dann klicke auf das linke Bild. Möchtest du stattdessen wissen, wie dir deine Katze zeigt, dass sie mehr Liebe braucht? Finde es per Klick auf das rechte Bild heraus.